Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Ja, es ist mal wieder ein Video von mir, aber da hängt ein Haar. Es ist mal heute was ganz anderes, denn ich habe mir gedacht, ich starte hier ein neues Format. Ja, Dattelfrank ist Dampferstübchen, weil ich bin seit längerer Zeit aufs Dampfen umgestiegen. Ich tue es auch sehr gerne. Es ist mittlerweile, das ist ganz schlimm. Also jeder, der aufs Dampfen umsteigen will vom Rauchen, jederzeit gerne. Klar, tut es, es ist toll. Aber es gibt da sowas, das nennt sich Haben-Will-Virus. Und das habe ich ganz stark. Ganz stark. Ich habe mittlerweile so viele... Hier steht ein Träger rum mit Dampfe. Da liegt Zeug, da hinten liegt Werkzeug, da liegen drei neue. Und um einen der drei geht es heute. Der kam offiziell heute raus. Und zwar der Vapor Giant V4. Ich habe ihn noch nicht mal, also ja, das Siegel ist gebrochen. Ich habe die Seriennummer 1599, die gefällt mir ziemlich gut. Leider hat er ein bisschen mehr gekostet als 1599. Aktuell zu haben für 99,90. Ich habe ihn in meinem Local Store beim Alpha Steam in Nürnberg geholt. Ja, ich hatte noch keinen Vapor Giant. Hatte ich nicht. Ich hatte bisher halt so Normalo-Dampfer, zum Beispiel Tornado 150, der Ur-Tornado. Und die zwei da geht's, also wenn ihr das sehen wollt, habe ich hier noch einen OBS Cryos, auch original verpackt, und von Votofo geschenkt und geschickt bekommen, einen Votofo Conqueror. Beides Tankverdampfer, beide für relativ dicke Wölkchen. Also ich glaube zwar nicht, dass der jetzt so von der Dampfmenge mit einem Tornado mithalten kann. Tornado 150 schon eher, aber in dem Tornado, da kannst du ja hunderte Coils einbauen, deswegen, ja, eher so weniger, denke ich. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal hier um den Vapor Giant. Wir packen den jetzt mal zusammen aus, dann wickeln wir ihn und dann dampfen wir ihn. Also, ich switch mal da runter und wir sehen uns gleich. So Freunde, dann hier im Detail der Vapor Giant. Schlichte, schöne Verpackung. Meiner Meinung nach gefällt mir sehr, sehr gut. Mit Bild, habe ich gehört, erstmals mit Bild vorne drauf. Das heißt, der kriegt schon mal hier ein Ehrenplätzchen, auf jeden Fall, in meinem Dampferschränkchen. Und dann gucken wir mal rein. Ta-ta-ta-ta. Da ist er. Ja, ziemlich schick. Ich würde sagen, das da oben hier ist auf jeden Fall ein... Ja, ich muss mich hier noch ein bisschen an die Kamera gewöhnen, weil ich mache das jetzt hier so halb blind. Also, genau. Das ist er. Ein bisschen. Schauen wir, dass ich hier das mal ein bisschen scharf bekomme. Ja, gut. Nicht so wirklich. Ich meine, immerhin, das ist mein erstes Dampfvideo, also seid da mal bitte noch ein bisschen nachsichtig mit mir. Auch wenn das hier jetzt irgendwelche Dampfer gucken. Fände ich schön. Also, das Delrin Trip Tip. Mit Spezialgröße würde ich behaupten, lässt sich hier schon mal abschrauben, das finde ich schon mal klasse. Wie gesagt, alle, die einen Vapor Giant haben, und gleich würden alle sagen so, ja, das ist normal, ich finde es toll, ich habe noch keinen. So, dann haben wir hier oben Top-Filling-System. Ich würde sagen, also hier mit meinen relativ großen 30 ml Fläschchen komme ich hier oben zuckersüß rein. Das ist schon mal auf jeden Fall ganz stark. Dann versuche ich ihn hier mal aufzubekommen. Ui. Das ist ein Deck, mit dem ich noch nicht gearbeitet habe. Das ist jetzt ja kein Velocity. Das ist. Das hat hier, du hast hier oben halt zwei Schräubchen. Dann würde ich sagen. Ja, das ist eine gute Frage, wie ich den dann wickeln werde. Aber ich glaube, ich habe da schon eine Idee. Ja, man lernt nie aus, sowas habe ich noch nicht gesehen. Es ist relativ klein. Ja, da muss ich auf jeden Fall relativ kleine Coils reinpacken. Ich denke mal, Clapton's. Oh, ihr seht das so schlecht, ich weiß.
passen da rein. Dann haben wir hier so ein halb durchgehendes Tankshield. Ja, wie viel passen denn eigentlich in das gute Stück rein? Das steht hier auch nirgends, aber ich würde jetzt mal schätzen, so ja, 6 Milliliter ungefähr würden da an Volumen reingehen. Das heißt, also du kommst mit dem Teil auf jeden Fall über den Tag so weg. Kann man den hier noch zerlegen? Ja, ich will da jetzt auch nichts kaputt machen. Wir haben auf jeden Fall hier noch eine relativ ja, ausreichend große hier mit Liquid Control. Ja, ich würde sagen, ich packe mir den jetzt mal auf die Wickelbase. Beziehungsweise ich gucke mir das jetzt erstmal nochmal, weil wir haben hier auch Anleitungsgedöns dabei. Das war, ach ja, der übliche Packungsinhalt mit Dichtringen und Schräubchen und tatsächlich, hier ist eine Coil dabei, eine einzige. Warum liefert man eine Coil mit? Warum? Warum macht man das? Ist das so, haha, so kriegst du es nie hin? Wahrscheinlich. In meinem Fall ist es dann auf jeden Fall so, weil ich noch nicht so geübt bin im Wickeln. Aber ich dachte mir, ich mache jetzt einfach mal ein Video dazu. Wir haben hier noch ein User Manual. Natürlich auf Deutsch, denn der Vaporshine kommt aus Österreich. Allgemeine Hinweise. Instructions for use. Präsentation und dann kommen wir hier auch schon auf Italienisch, das brauchen wir nicht. Was haben wir denn hier? Eine Anleitung, wie man das Gerät befüllt. Wie auch eine Anleitung, wie man das Gerät wickelt. Wir haben natürlich auch einen mit Schlitzschraubenzieher verstellbaren 15er. Was auch immer wieder klasse ist, zum Beispiel Bismarck, Kobold. Gerade bei einer Kobold, du musst das Ding immer ein bisschen rausschrauben, weil sonst geht das Ding nicht auf Kontakt. Ja, das ist Conqueror, das liegt da hinten. Ja, ich packe mir das Ding jetzt erstmal auf die Wickelbase und dann sehen wir uns gleich nochmal, wenn ich rausgefunden habe, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, nehmt es mir nicht krumm, mein erstes Video. Wir gucken mal. Also bis gleich. So Freunde, da sind wir wieder. Hier jetzt mal auf meiner Wickelbase. Ich muss sagen, ich habe es gerade einfach nicht erkannt. Ich habe es wirklich nicht erkannt. Es handelt sich, ja, schaut jetzt ganz gut aus, hier um einen Single-Coil-Verdampfer. Schande über mich, jetzt würden wahrscheinlich alle schon, die jetzt hier schon ewig Vaporshine nutzen und was weiß ich was, erstmal kräftig lachen und sagen, oh Gott, der Kerl, der hat ja gar keine Ahnung. Im Endeffekt, ja, so viel Ahnung hat der Kerl gar nicht. Ich schnappe mir jetzt hier einfach mal, ich denke so eine 25er, ja, können wir da durchaus reinzaubern. Was ich jetzt dazu nehme, das habe ich mir beim Alpha Steam sagen lassen, was ich da am besten reinpack. In dem Fall hier eine, ja, SS316L Clapton. Ganz normale, stinknormale Clapton. Würde ich sagen, in einem 2,5 mm Durchmesser. Ich würde jetzt mal sagen, 5 Windungen wären da eigentlich genug. Ich schneide jetzt einfach mal hier so ein. Ja, super! Da rauscht mir gleich mal der Clapton unter den Tisch. Ich denke, das war sogar zu viel des Guten. Ganz wichtig, vorm Wickeln immer Hände waschen, habe ich auch gemacht. Weil ansonsten macht ihr gleich mal den Draht dreckig und dann, das muss dann gar nicht sein. Ich sage mal im Endeffekt, man braucht jetzt auch zum Wickeln nicht unbedingt so eine Wickelhilfe, wie ich jetzt hier habe. Aber ich bin einfach faul. 2, 3, 4, 5. Ja, 5. Würde ich jetzt schon sagen, 5 kleine Windungchen in 25. Dann würde ich sagen, pack mal die hier rein, so dass ihr das jetzt hoffentlich auch ein bisschen seht. Wie gesagt, ich muss da mal ein bisschen probieren. Ich hatte
So eine Base hatte ich noch nicht. Das ist alles neu für mich. So. Zack, zack. Würde ich sagen, sieht so eigentlich ganz schick aus. 5 Windungchen, Edelstahl. Zwickt man hier hinten noch sauber ab. Zack. Wenn ich möchte, dass das so wegfliegt wie jetzt bei mir, einfach einen Finger hinten drauf halten. So, liegt das jetzt irgendwo an hier? Ne, sieht gut aus. So. Dann würde ich sagen, fliegt jetzt mal eben von mein Tornado fliegt jetzt mal von der Wismec runter. Und ja, ich habe keinen Vapor Giant Akkuträger. Ich hatte ihn heute tatsächlich in der Hand. Ich dachte mir schon so, ja, der wäre was. Aber oh, 0,40. Na, der sieht doch gleich mal ziemlich schlecht aus. Schnappe ich mir mal. Schauen wir mal, dass wir das hier noch schön anständig zum Glühen bringen. Ich zitter hier auch gerade wie Espenlaub. Na, das. So langsam. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Na, das sieht doch super aus. Sie ist zwar nicht schön, aber ich denke, sie funktioniert. Watte, Cotton Bacon. Ich denke mal, das ist so die Watte, die im Endeffekt jeder, fast jeder hat. Und ich muss sagen, ich schwöre auch drauf, weil die einfach super geil zum Verarbeiten ist. Ich habe noch keine bessere. Klar, Mucci-Watte, ja, hatte jeder schon. Aber im Endeffekt. So, jetzt muss ich die da bloß irgendwie durchpfriemeln. Zack. Ich würde sagen. Ja, das genügt. Und hier auch. Dann verstopfen wir die mal schön. Wenn ich jetzt richtig denke, kommt die Watte ganz normal hier rein. Genauso hier. Ja, wollen wir mal hier ein bisschen nachschärfen. So. Wie gesagt, da ein bisschen zurückdrücken. Und dann sieht es doch schon mal ganz ansehnlich aus. So, Liquid haben wir hier. Selbstgemischtes, also mein aktueller Daily. Twisted Fog Milk. Ja, in dem Fall eine sehr VG-lastige Mischung. Für die, die nicht so viel dampfen, VG bewirkt im Endeffekt den dichten Dampf. PG ist so für den Flash und ich muss mittlerweile wirklich gestehen, den Flash packe ich gar nicht mehr. Deswegen mische ich eigentlich mittlerweile fast reines VG mit einem Schuss destillierten Wasser. So für die Flüssigkeit. Ich meine, man sieht hier, es ist. Oh, ja, hier. Es ist relativ sehr flüssig. So, dann hier mal nochmal ordentlich benetzen. So, und dann schauen wir mal, ob das mein erster Tankverdampfer wird, der nicht auf den ersten Versuch sifft. Machen wir das mal zu.
Ha. Airflow dicht und Liquid Control dicht. Airflow offen zu. So. Befüllen wir das gute Stück mal. Ist er schon mal befüllt. Zack. Und wir sehen uns direkt gleich wieder. So, meine Lieben. Hopp, gleich mal in die Kamera reingekommen. Und der Wuschel schaut von oben auch rein. Hier haben wir ihn. Ich finde ihn extrem schick. Auch auf der Wismac. Er süfft nicht. Ich habe ihn gerade auch schon Probe gedampft. Ich dampfe ihn jetzt auch mal für euch. 30 Watt. 0,40 Ohm. Für einen, ja, ich sag mal, es ist ja kein Cloud-Chasing-Verdampfer in dem Sinne, es ist ja wirklich, da geht es jetzt um Geschmack und um Genuss. Habe ich mir sagen lassen. Ich muss sagen, ich glaube es. Ich sag's auch gleich mal, ich möchte hier nichts verkaufen. Ich habe auch keinerlei Rabatte oder sonst irgendwas bekommen. Es ist meine eigene Meinung und ich sag mal, wenn jemand jetzt ein, gut, ich muss auch sagen, es ist klar, bei mir ist hier auch die Airflow komplett offen, weil wenn du im Endeffekt von einem Tornado, der riesige Airflow-Schlitze hat, im Endeffekt dann diesen Vapor-Scheint dir schnappst, muss mal justieren, so, und um den dann zu dampfen, ich bin jetzt hier auch runter von 70 auf 30 Watt, im Endeffekt, wir hatten den gleichen Widerstand. Vom Tornado zu dem. Der macht schon, klar, es liegt auch ein bisschen am Klappen. Wenn ich jetzt da eine Edelstahlwicklung reinzaubern würde, dann würde nicht mehr so wirklich viel rauskommen. Aber da jetzt mit der Klappen. Es schmeckt fantastisch. Also es ist kein Vergleich zu einem Tornado, Tornado 150 oder allem, was ich vorher gedampft habe. Gut, es waren auch noch nicht so viele und es waren auch, ich sag mal, das ist jetzt schon so eine andere Liga. Weil der liegt halt auch schon eine kräftige Summe dazwischen. Ich meine, der Tornado hier, der sich wieder selbstständig macht, kostet 39,90. Wir liegen hier bei 99,90 plus 84 Euro, wenn man dann auch noch die Mechmod da mit dazu nimmt, die ich mir auch irgendwann definitiv holen werde, weil sie ist wunderschön. Es passt einfach perfekt. Ich muss sagen, da schmeckt mir auch das gratis Vapor-Chain, das Fogmilk. Schmeckt mir da deutlich besser als in allen anderen Köpfen, die ich bis jetzt habe. Ich dampfe jetzt hier mal noch ein bisschen. Ich hoffe, das hat euch gefallen und das war mal was anderes. Also jetzt nicht so dieses, ja, der Nico, der daddelt wieder, sondern das war jetzt einfach mal eine ganz andere Kategorie von so meinem neuen Hobby, das mir persönlich sehr viel Spaß macht, dass ich mittlerweile auch sehr gerne betreibe und da dachte ich mir, ich teile das einfach mal mit euch und guck mir das mal an, wie das so bei euch ankommt. Ja, und wenn ich einigen Leuten vielleicht damit so ein bisschen helfen konnte, ja, gern geschehen, mache ich gerne. Und ja, wenn ihr dann noch mehr sehen wollt, dann lasst es mich doch wissen, ich habe hier noch ein paar Köpfe da. Die werde ich jetzt schon mal vorwickeln und ich werde sie auch mal schon vortesten. Einfach, weil ich da verdammt neugierig bin. Aber ich zerlege die dann auch noch mal gerne, wenn ihr dann möchtet, dass ich da mal noch ein Video dazu mache. Und in dem Sinne sage ich, Freunde, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Noch gar, es ist ja schon wieder Samstagabend. Und in dem Sinne, ja, viel Free Vape on, ne? Haut rein.